Moin und herzlich willkommen hier im HSV-Netradio, präsentiert von der Telekom. Wir feiern heute ein Jubiläum. 200 Netradio-Spiele von Bruder Jürgen Trede. Zumindest, wenn die statistischen Aufzeichnungen von Bruder Jürgen Trede nicht lügen. Und dementsprechend, Bruder, haben wir uns natürlich eine Überraschung für dich überlegt. Die Netradio-Kollegen Lars Wegener und Thomas Husmann präsentieren eine Torte. 200 Mal Netradio. Geil, Omar. Bruder Jürgen Trede, herzlichen Glückwunsch. Schon laut, der die Kugel da gewinnt. Über Kittel geht es dann weiter zu Alidou, der jetzt in der Box dreht sie um Anton Schirrum. Tor für den HSV! Sauber, Tor! Farid Alidou! Boah, Nico Antonic, der kauft sich nach dem Spiel mit Sicherheit einen Kompass. Denn den hat Alidou ihm komplett verstellt. Ecke Nummer 5, Kittel. Jetzt in die Mitte! Ja! Bakariata, wir haben es doch gesagt! Endlich! Und ich guck mal rüber zu Tom Husmann. Ja, er jubelt auch. Baka! Da ist er, 2-0. HSV, Ecke, Jatta. Rennt ihn rein, würde ich sagen. Hier im Volksparkstadion im Wunderschönen steht es weiterhin 2-0. Und Anssi Suhonen hat jetzt nochmal die Chance, was zum 3-0 beizutragen. Gib raus auf Manuel Winzheimer. Und der schießt aus 16 Metern ins lange Eck. Manuel Winzheimer, 3-0 für den HSV. 89. Minute. Jawohl, das ist die Entscheidung. Eine Ex-Seitenjung mit einem Tüdelband. Und vertüdelt hat sich heute der HSV hier gar nicht. Gewinnt 3-0. Moin HSV-Fans, jetzt hier unseren Kanal abonnieren oder hier ein weiteres Video anschauen.